Leute, ich bin's Albert von WindowsArea.de und wir sind heute bei Microsoft in Wien und wir schauen uns den brandneuen Microsoft Surface Laptop an. Das ist Microsofts neuestes Mitglied in der Surface-Familie, beziehungsweise nicht ganz mehr das neueste, denn das Surface Pro kam kurz danach. Wir haben hier die Variante mit Windows 10 S, wo eben nur Store-Programme drauflaufen und ich muss sagen, unser erster Eindruck von dem Gerät ist wirklich positiv. Es ist super hochwertig verarbeitet. Wir haben hier neben der Tastatur diese Alcantara-Oberfläche, die ist super soft, wirklich schön verarbeitet. Dann auch die Tastatur in Grau, sieht wirklich schön aus. Und einige werden das vielleicht von ihrem Surface Pro kennen, oder Surface Pro 4, wo es eben dieses Alcantara-Cover gab. Die Oberseite und die Rückseite, die bestehen aus einer Magnesiumlegierung, wie man sie bereits von den verschiedenen Surface-Geräten kennt. Und wir haben hier die Variante in Platinum Grey. Den Surface-Laptop gibt es allerdings auch in Rot und in Blau, sowie in einer Goldfarbe. Das ist ein ja, sehr mattes Gold, aber die gibt es momentan nicht in Deutschland oder Österreich zu kaufen, sondern die soll laut Microsoft bald kommen. Nähere Infos stehen uns auch derzeit nicht zur Verfügung. Was wir hier an Hardware drin haben, also das ist hier ein Touch-Display, 13,5 Zoll mit einer Auflösung von 2256x1504 und wir haben hier einen Intel Core i5 mit 2,5 GHz, mit Turbo-Boostern auf 2,7 und 8 GB Speicher. Das heißt, diese Variante des Surface Laptop kommt auf, glaube ich, 1250 €, und diese Variante wird es dann auch in den verschiedenen Farben geben. Das ist die einzige Konfiguration, die es dann auch in den unterschiedlichen Farben gibt, also Burgundy, Cobalt Blue und Graphite Gold. Das hier ist eben die Platinum Grey Variante, wie schon gesagt. Ich muss sagen, obwohl ich wenig vom Surface Laptop gehalten habe bisher, obwohl ich eigentlich finde, dass der Surface Laptop für jeden ist, der noch kein Surface Pro benutzt hat. Denn das Surface Pro bietet im Prinzip dieselbe Hardware und dann noch Tablet-Format. Das heißt, man kann auch perfekt darauf schreiben. Der Surface Laptop hat auch Stiftunterstützung, allerdings müsste man den wahrscheinlich so hinlegen, wenn man darauf schreiben will. Und er lässt sich nämlich nicht wie das Surface Book, also komplett entfernen und dann umtauschen. Und es ist eben kein Detachable, sondern ein ganz normaler Laptop. Und ich finde, ganz ehrlich, Microsoft hat hier ein Gerät geschaffen für alle, die kein Surface Pro kennen. Nicht die keins wollen, sondern die tatsächlich keins kennen. Es ist meiner Meinung nach ein unnötiger Luxus, aber ein Luxus, den man unbedingt haben will. Also es ist einfach super hochwertig verarbeitet, es ist super smooth, ein schönes Gerät. Ich finde, ehrlich gesagt, es ist nicht das beste Notebook, das man kaufen kann. Es ist ein Premium-Gerät und ich muss ehrlich sagen, rein objektiv ist natürlich auch das Spectre X360 das bessere Gerät. Es ist einfach, ich würde so sagen, es ist für alle, die ein bisschen zu viel Kohle haben und die sich das auch leisten können, für ein Premium-Gerät auch etwas mehr zu zahlen. Es ist ein MacBook-Konkurrent, würde ich sagen, mit Touchscreen und Stiftunterstützung. Aber wer tatsächlich mehr von einem Notebook will, das man auch 2017 kriegen kann, nämlich 360-Grad-Scharnier, das will ich hier lieber nicht ausprobieren. Stiftunterstützung, wobei das ja hier auch drin ist, aber im Tablet-Modus ist ein Stift einfach auch ein bisschen sinnvoller. Der sollte vielleicht eher zu einem Surface Pro oder zu einem X360-Notebook greifen. Also jetzt nicht unbedingt von HP, sondern es gibt auch die Geräte von Lenovo und von anderen Herstellern, die dieselbe Funktionalität haben. Schauen wir gleich mal zu den Anschlussmöglichkeiten, wo Microsoft ja auch die Fans ein bisschen enttäuscht hat. Und zwar haben wir hier einen USB 3.0-Port, wie beim Surface Pro 3 dann auch einen Mini-Display-Port und einen 3,5 mm Klinkenstecker. Hier diese Auslassung, die ein bisschen heller ist, die ist anscheinend für die Antennen. Ist meiner Meinung nach ein kleiner Designfehler. Sieht einfach nicht ganz so elegant aus. Ich hätte mir gedacht, dass man das hier irgendwo unter der Tastatur versteckt hat, da hier ja die Oberfläche ein bisschen weicher ist und wahrscheinlich auch Signale durchlässt. Auf der anderen Seite haben wir dann den Surface Connect Anschluss und wieder dieses Antennenplastik hier im Metallgehäuse, wo eben die Auslassung drin ist. Ich muss sagen, ein wirklich sehr schönes, sehr hochwertiges Gerät, ein absolutes Premium Notebook. Also lässt sich einfach so aufklappen, ohne festzuhalten, ohne irgendwas. Es ist einfach super smooth, super toll für den Alltag, glaube ich. Aber es ist immer noch nur ein Laptop und das von Microsoft. So, das war es auch schon von mir und vom Surface Laptop. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.